Ein herzliches Willkommen zu neuem Pokémon-Content auf meinem Kanal, nämlich zu Pokémon Snap, erschien am 15.09.2000 für Nintendo 64 und entwickelt von Hole Laboratory, die auch Kirby entwickeln, genau. Es ist Platz 11 der Nintendo 64 Charts mit 3,63 Millionen verkauften Einheiten. Damit war es ja gar nicht mal so unerfolgreich, ne? Wir machen mal ein bisschen hier. Nein, ich hasse Namen schreiben. Wir machen das mal. Ganz chillig. Alter, das dreht der Stick durch. Wir nehmen nur Großbuchstaben, weil kein Bock. Schreibe ich mich mit IE oder nicht? Ja, ich schreibe mich mit IE. Ich bin mir manchmal noch nicht so ganz sicher, weil meine Kanalumbenennung noch nicht durch ist. Deswegen ignoriert das einfach. Nein, ich nehme das nicht gerade zum zweiten Mal auf. Hallo Nini, mein Name ist Professor Eich, ich bin Pokémon-Experte. Ich habe dich wegen meines Pokémon-Reports eingeladen. Ich möchte, dass du für meinen Pokémon-Report Fotos von Pokémon machst. Hier auf der Pokémon-Insel kannst du überall wilde Pokémon finden. Das hier ist das Zero One Mobil, damit kannst du dich auf der Insel fortbewegen. Das Zero One Mobil fährt immer Richtung Zieltor, dem Endpunkt jeder Strecke. Soll ich diese Infos wiederholen? Nee. Auf der ersten Tour zeige ich dir, wie man Bilder macht. Ich zähle auf dich, Nini. Drücke A, um eine Strecke auszuwählen. Dann lass das doch mal tun. Wir können die Strandstrecke auswählen. Ein sonniger Strand, großartig. Hier kann man bestimmt tolle Fotos schießen, ja. Es ist einfach nur ein Rail-Shooter oder wie man das nennt. Man macht halt Bilder. Soll ich diese Strecke auswählen? Ja. Spät, irgendwie 20 Jahre später oder so, kam ja nochmal ein neuer Teil. New Pokémon Snap auf Nintendo Switch. Habe ich auch gefühlt. Also habe ich nicht gefühlt, weil ich es nicht. Gespielt habe, aber fand ich halt schon cool. Schieße möglichst viele. Okay, aber ich finde den Stick echt schrecklich. Man hat auch einen. Alter, was ist denn das? Die Empfindlichkeit ist ja wirklich der Horror. Hallo? Junge, was? Wie stellt ihr euch das vor? Ob wir das zu 100% spielen, kein Plan. Wir schauen hier uns einfach mal um. Auf jeden Fall ist das Stick absolut ungeil. Das liegt nicht daran, dass er driftet oder so, sondern einfach nur daran, dass das Spiel einfach übel scheiße eingestellt ist. Kann ich nicht anders sagen. Da! Bitte! Okay, entschuldigt. Das Spiel ist absolut nicht scheiße eingestellt. Ich bin einfach nur dumm. Ich habe mir den falschen Stick gelenkt, okay? Also mit dem hier ist es wirklich eine Qual. Ich weiß nicht, warum das überhaupt mit dem geht. Aber mit dem? Also mit dem linken Stick? Ah! Gönn! Ich weiß auch nicht, wie das Punktesystem hier in dem Spiel genau war. Ich wusste halt nur, das Spiel existiert und Pokémon liebt doch eh jeder. Auch wenn ich die Pokémon-Namen absolut nicht kenne, es tut mir leid. Aber vielleicht können wir hier durch das LP ein bisschen die Namen festigen. Was? Jetzt habe ich erst ein Pokémon gefotografiert? Willst du mich verarschen? Schmetbo oder wie das hieß. Ach komm schon, das hier, das kenne ich auch irgendwo, ja. Bitte, 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 bitte. Mauzi. Also so ein paar kenne ich zwar auch, aber das wird halt nicht ganz so viel sein. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt schon viel zu viele Fotos gemacht habe, aber es kann schon sein. Ansonsten ist die Fahrt ja auch absolut nicht spannend. Hier, guck mal, das sind doch krasse Bilder. Ah! Taubsi! Taubsi war krass. Spaß. Also ich habe den aber echt gerne in Pokémon Rot genommen. Ich hätte noch 33 Bilder machen können, okay. Ja, war jetzt natürlich nicht die beste Erfahrung, weil ich halt nicht wusste, dass man
genau drauf ziehen muss, aber okay. Fotocheck Strand. Es wurden... ...27 Bilder gesammelt. Ich wähle Bilder aus, um sie Professor Eich zu zeigen. Was? Wie wähle ich die aus? Achso. Warte mal, wie viele Bilder kann ich denn auswählen? Taubsi. Ist doch ein schönes Bild, oder nicht? Ansonsten Dodo. Nee, fühle ich eher nicht so. Das ist noch weniger. Achso, nee, was? Ja, dann doch das. Das ist irgendwie cool, ich weiß auch nicht. Mann, aber das ist mit dem... Das hier ist nice. Wie viele muss ich denn auswählen? Schmetbo. Okay, vielleicht hätte ich gleich mal so scrollen sollen immer. Das ist doch schön. Ansonsten müsste ich da alle... Ne, wartet, hier. Stimmt. Kangama. Kangama. Ich weiß es leider wirklich nicht. Sorry. Ich mache das natürlich nicht mit Absicht, dass ich die Pokémon-Namen falsch ausspreche. Aber ich habe halt ehrlich keine Ahnung. Wie komme ich denn jetzt zu Professor Eich? Ich meine, ja, ich will ja auf Professor Eich gehen. Achso, B. Steht sogar da. Also sagt nichts. Möchtest du diese Bilder Professor Eich zeigen? Ja. Jo. Was gibt's Neues? Taubsi. Lass mich mal sehen, das ist ein Taubsi. Wie groß ist die Abbildung? 450 Punkte. Ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte. Gut gemacht, sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdopple deine Punkte. Wow, es sind weitere Taubsis im Bild. Dafür gebe ich dir zusätzliche 220 Punkte. Wunderbar, dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Danke. Lass mich mal sehen, das ist Dodo. Dodo. Wie groß ist die Abbildung? 180 Punkte. Nicht so gut. Du warst nah dran. Du warst nah dran, aber das Pokémon sollte auf dem Bild größer sein. Lass mich mal sehen, das ist Mauzi. Wie groß ist die Abbildung? 320 Punkte, auch nur okay. Die Pose? 1000 Punkte, sehr gut gemacht. Technik? Dein Pokémon befindet sich nicht in der Mitte. Was ein Scheiß. Es wäre besser, wenn das Pokémon genau in der Mitte wäre. Ja, sorry, ich hatte ja keine Ahnung. Lass mich mal sehen. Groß, richtig scheiße. Du warst nah dran, aber mehr auch nicht. Ja, achso, wir haben ja noch Kangama. Die Abbildung, 310 Punkte, auch nur okay. Pose, richtig lächerlich. Du warst nah dran. Du warst nicht gut. Akzeptier es einfach. Ich speichere die Ergebnisse deiner Fotoreise im Pokémon Report. Du darfst die nächste Strecke befahren, wenn du Bilder von einem weiteren Pokémon machst. Ach komm. Ich habe die Bilder, die du gemacht hast, gesehen. Gut gemacht. Sie sind jetzt im Pokémon Report gespeichert. Wenn du mehr Pokémon Fotos machst, werde ich dir weiterhelfen. Viel Erfolg. Also wirklich erfolgreich war man jetzt nicht, ne? Müssen wir nochmal den Strand entlang ballern. Ja, ich hab's aber auch am Anfang nicht gecheckt, sorry. Mann, und ich ver...
Text jetzt schon wieder. Ach so, ich muss ja Z drücken, ich Idiot. Dodo. Pikachu. Was ist das? So, einfach nur ein Salamander oder so. Hatte ich dich schon? Scheinbar. Ansonsten, ach, ich kann mich auch nach hinten drehen. Oh, bitte. Okay, vielleicht sollte ich aber lieber nach vorne gucken, ich weiß es nicht. Da ist was Großes. Das ist ein Fragezeichen, warum ist das ein Fragezeichen? Warte mal, aber auch das Pokémon kenne ich. Ich mache einfach mal ein paar Bilder. Hi. Ja, unglaublich scheiße. Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Och Manu, ich bin echt zu scheiße, um Bilder zu machen. Vielleicht waren die Bilder krass, ich weiß es nicht. Aber hier, was hätte ich denn bei ihm anders machen sollen? Was soll ich machen, wenn er nicht herguckt? Kann ich das irgendwie locken? Ich weiß es nicht. So, das ist halt quasi herguckt, meine ich. Aber trotzdem müssten die Bilder besser jetzt gewesen sein. Aber ich vermute es nur. Hä? Und das war's. Mit Albummark kann ich meine Lieblingsbilder im Album speichern. Ja, das werde ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht brauchen. Ich wähle mal kurz Bilder aus. Irgendwie gibt es keine coole. Achso, doch jetzt. Ja, aber kann ich mir auch die Bilder jetzt nochmal kurz ansehen? Nee, ne? Achso, doch, es wird ja jetzt eh bei Ice-Check gezeigt. Was gibt's Neues? Ja, aber wie klein. Pikachu! Größe der Abbildung 200. Du warst nah dran. Als ob das so schlecht ist. Dodo. Hat man halt schon. So. Oha. Jetzt kommt hier sogar so ein Vergleich. Also jetzt war es schon mal besser. Pose. Du warst nah dran. Gut. Er hat sich ja verbessert immerhin. Aber egal. Smetbow. Größe. Leicht verbessert. Nah dran. Gut gemacht. Aber halt auch nicht wirklich krass, ne? Mauzi. Besser. Hose. Komplette Scheiße. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ah, naja. Nein, hat er jetzt echt das alte. Och, nee. Ich wollte nicht das neue speichern. Okay, das ist schon mal besser. Pose halt auch wieder nur 10, weil ich nicht weiß, wie man das anders machen soll, aber. Naja. Ja, viel besser ist übertrieben, aber okay. Taubsi. Okay, Größe ist wieder besser. Pose ist halt scheiße, warum auch immer. Oh, egal. Schade, dein letztes Bild war um einiges besser als dieses. Welches Bild möchtest du im Report speichern? Ja, natürlich das vom letzten Mal. Ja, wirklich krass war es nicht. Willkommen zurück. Servus. Gute Arbeit, Nini. Wähle Strecke wählen und mach weiter so. So, jetzt kann ich ja eine neue wählen, richtig? Du kannst nun die nächste Strecke erforschen. Den Tunnel. In diesem dunklen Tunnel war früher ein Kraftwerk. Dort gibt es viel zu entdecken und das wollen wir im nächsten Part allerdings erst entdecken. Weil, ja.
eine Strecke pro Part, reicht das? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch ab dem nächsten Part zwei Strecken, weil das ist der erste Part und da haben wir viel Zeit verbraucht, okay? Okay, ich danke euch aber vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Pokémon Snap. Wenn ihr die nächsten Parts nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.